Jochen, bringst du bitte schon mal den Wagen weg? Immer der Nase nach, immer der Nase nach, immer der Nase nach. Ich hab halt dicke Finger. Hey! Verdammt, Mensch! Runter von mir! Krüger? Was ist denn los? Runter von mir! Runter! Verdammte Scheiße! Kann man nicht mal 10 Minuten hier sitzen und pennen? Jetzt geht ihr nicht runter von mir, ihr kleinen Kackvögel! Ich bin kein Reittier! Und einen Münzschlitz hab ich auch nicht! Ekelig. Okay, jeder nimmt dann jetzt bitte einen Teil der Einkäufe und dann geht's ab nach Hause. Sag mal, was ist eigentlich eine Pandemie? Pandemie, Schmandemie. Das Ganze ist nicht gefährlicher als eine Grippe. Krüger! Jochen, eine Pandemie ist... Stopp! Kein Zutritt! Dieser Wohnblock ist ab sofort Sperrgebiet! Wie bitte? Warum? Deckung! Wir kämpfen hier gegen die Pandemie! Muss zugeben, das habe ich mir anders vorgestellt. Die Chips, sind die mit Paprikageschmack? Konfisziert! Jetzt verschwindet hier, keiner kommt durch! Schon gut, schon gut. Aber wenn ihr mich fragt, das ist alles totale Panikmache. Abmarsch! Schönen Tag noch! Was machen wir denn jetzt? Lange kann ich mit den schweren Einkäufen nicht mehr durch die Gegend laufen. Wie wär's mit deinem Hotelzimmer? Hotels sind seit Monaten alle dicht. Wir könnten in meinen Bunker gehen. Wenn man bloß einen sicheren Unterschlupf hätte, in dem man sich zurückziehen kann. Eine Art Schutzraum, in dem man abwarten könnte, bis diese ganze Scheiße vorbei ist. Wir könnten in meinen Bunker gehen. Hätten wir doch bloß einen Ort, an dem man sich verkriechen kann. Ja! Oder wir könnten in deinen Bunker gehen. Du hast einen Bunker? Warum hast du denn nie was gesagt? Jochen hört niemals jemand zu. Ach du heiliger Nashornpöter, was ist denn das für ein dunkles Loch? Außerdem total muffig und winzig klein. Auf dem aktuellen Wohnungsmarkt kriegst du das sofort für 800 im Monat vermietet. Augenblick mal, ich sehe überhaupt keinen Fernseher. Vergesst es, da kriegt mich niemand rein. Alle sofort rein da! Jochen, komm endlich rein! Hui. Aua! Verdammt nochmal! Wieso sitze ich eigentlich immer noch unter diesem Loch? Wie es aussieht, kommen die hier nicht rein. Und wir hängen hier fest. Na super. Also wenn du mich fragst, lieber in einem muffigen Erdloch stecken, als da draußen bei den Killerviren. Es ist nur eine Grippe. Jochen, wieso hast du eigentlich einen Bunker? Lustige Geschichte. Ich wollte mir hier eigentlich nur ein Loch buddeln, in das ich mich hin und wieder verkriechen kann, wenn mir der Druck und die Herausforderungen des Alltags zu viel werden, um ein wenig weinen zu können. Na, und wo ich schon dabei war, habe ich mir noch einen Stromgenerator angeschlossen, Wasseranschluss verlegt, Gasherd eingebaut, Schuhputzautomat besorgt, schwuppdiwupp, Bunker fertig. Das nennst du eine lustige Geschichte? Wie auch immer, die Viecher sind weg. Ich gehe also wieder raus. Da gibt's ein klitzekleines Problemchen. Einmal verschlossen öffnet sich die Luke erst, wenn die Gefahr, vor der man sich hier versteckt hat, vorbei ist. Und das wird erst sein, ziemlich genau. Keine Ahnung. Dicker, ist das dein Ernst? Wegen einer mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ausgedachten Pandemie sind wir jetzt auf unbestimmte Zeit in diesem Erdloch eingesperrt? Ich will Freitag zum Friseur. Friseure sind seit Monaten auch alle zu. Bitte?
Hast du eine Ahnung, wie plüschig meine Ohren aussehen, wenn ich die nicht regelmäßig rasiere? Wie Gorilla-Hoden! 1,50 Meter Abstand, bitte! Und wie soll das hier gehen, wenn das ganze Loch einen Durchmesser von 80 cm hat? Halt! Jetzt beruhigen wir uns alle mal. Die gute Nachricht, verhungern müssen wir vorerst nicht. Das hier ist Essen für mehrere Wochen. Und wir haben doch gesehen, dass sich Fachleute um die Bekämpfung der Pandemie kümmern. Also warten wir ab, entspannen uns und machen das Beste draus. Einverstanden? Extra einverstanden! Du wirst sehen, Krüger. Quarantäne ist, was man daraus macht. Pandeju, Pandemie, Pandeju, Pandemie, Pandeju, Pandemie, Pandeju, Pandemie. Pandeju, Pandemie. Verdammte Scheiße, jetzt reicht's aber! Wie lange wollt ihr noch so tun, als wäre das hier normal? Ich will jetzt endlich hier raus! Krüger, entspann dich. Schon vergessen? Wir können hier nicht einfach so raus. Die Luke öffnet sich erst, wenn der Killer-Virus sich verzogen hat. Zum letzten Mal! Es... Oh mein Gott, Krüger! Gib! Kann es sein? Ich habe Angst, Günther. Keinen... Virus! Ich glaube... Was? Was ist denn? Rede, Giraffe! Du bist infiziert! Wir müssen dringend hier raus und in ein Krankenhaus. Vielleicht gibt es ja inzwischen ein Gegenmittel. Aber wie sollen wir das machen? Die Luke ist nach wie vor verschlossen. Immer der Nase nach, Jochen. Immer der Nase nach. Wo bin ich? In Sicherheit. Alles ist überstanden. Es gibt inzwischen einen Impfstoff und du bist wieder gesund. Wir haben die Pandemie besiegt. Oh, da bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon... Aber Moment, irgendwas stimmt doch nicht mit meinen Ohren. Was ist denn nicht in Ordnung mit meinen Ohren? Dazu müssen wir dir noch was sagen. Was? Was müsst ihr mir sagen? Psst, ganz ruhig. Du wirst dich sicher daran gewöhnen. Gewöhnen? Was denn zur Hölle? Woran gewöhnen? Wir haben dich rasiert. Die waren wirklich sehr plüschig. Pandeju, Pandemie, Pandeju, Pandemie, Pandeju, Pandemie, Pandeju, Pandemie.